Ja, Windnode ist ein Schaufenster der intelligenten Energien und ein Teil von Syntec. Syntec ist eben das Gesamtprojekt Schaufenster intelligenter Energien und ist in 5 Modellregionen aufgeteilt. In den Modellregionen werden Technologien wie Power-to-Heat ausgetestet, werden Smart Grids ausgetestet und auch Power-to-Gas ist ein Thema, also Wasserstoff. Und in dem Windnode-Projekt, wie der Name schon sagt, Windnode heißt Wind Nordostdeutschland, ist also ein Projekt der Schaufenster, wo wir halt den Wind als Energiebringer nutzen. Und Sie wissen, dass in den neuen Bundesländern, die halt in diese Modellregionen hineingehören, inklusive Berlin, zwischendurch 3-mal so viel Energie produziert wird, wie wir tatsächlich brauchen, regenerative Energie. Und jetzt gilt es, den Verbraucher so nah an die Produktion zu bringen wie möglich. Das ist das Projekt von Windnode, wo wir halt ein Teilprojekt von haben. Und wichtig ist, dass hier eben über die Sektorkopplung die regenerative Energie im vollen Umfang genutzt wird. Ja, das Windnode-Projekt ist für uns die Voraussetzung für eine Blaupause. Also im Grunde geht es darum, aufzuzeigen, dass Quartierslösungen die zukünftigen Elemente der Energiewende sind. Also das Quartier wird ein neues Modell für die Geschäfte sein, für die Geschäftsmodelle der Stakeholder. Und wenn Sie sich überlegen, dass wir in Deutschland ungefähr 117 Millionen Tonnen CO2 im Gebäudebereich emittieren und das Kabinett jetzt beschlossen hat, dass im Gebäudebereich maximal 72 Millionen Tonnen emittiert werden, haben wir Informationen, dass alle Berechnungen zur Folge nur 90 Millionen Tonnen erreicht werden mit der herkömmlichen Technologie und, sag mal, dem Wechsel eines Kessels gegen eine Wärmepumpe oder dem Einsatz von Wärmedämmstoffen. Und da fehlen dann immer noch letztlich 18 Millionen Kilowattstunden. Und wir sind der festen Überzeugung, dass die Gebäudeautomation hier einen großen Beitrag leistet, weil wir im Prenzlauer Berg schon allein 24% Energie gespart haben durch die Gebäudeautomation, weil wir nämlich die Räume einzeln bewerten und den energetischen Bedarf eines Raumes an die Kesselanlage liefern. Wir produzieren nur so viel Strom und Wärme, wie tatsächlich im Gebäude, sprich in der Wohnung, benötigt wird. Das sind die Effizienzhebel, die wir halt auch durch dieses Projekt nochmal veranschaulichen möchten. Und wie gesagt, für mich ist es eine Blaupause und ich hoffe, dass viele interessierte Planer und Projektentwickler auf diese Blaupause stoßen und solche Konzepte umsetzen im Sinne der Energiewende. Ja, ich hatte eingangs schon erwähnt, dass die Geschäfte mit Gesellschaften, Wohnungsbaugesellschaften und deren Quartiere neue Geschäftsmodelle hervorbringen. Und die Energiewende ist eine kommunale Aufgabe. Und wenn Sie sehen, dass die Stadtwerke ja auch kommunale Unternehmen sind, also Töchter der Kommunen und Städte, kommt auf die Stadtwerke eben auch die Energiewende zu und die Geschäftsmodelle daraus. Und Windnode untermauert solche Geschäftsmodelle, zeigt, dass es praktikabel ist. Meine Empfehlung an die Stadtwerke ist an der Stelle, sich frühzeitig mit der Bauentwicklung in der Kommune auseinanderzusetzen, sich mit Wohnungsbaugesellschaften auseinanderzusetzen, Bauträgern, Projektentwicklern, um halt hier die Geschäftsmodelle der Zukunft auf die Quartiere auszurichten und uns als Blaupause im Windnode-Projekt nutzt, um für die Zukunft ausgerichtet zu sein. Also wir als Riedel und unserer Muttergesellschaft Kiebert und Peter haben eine Philosophie. Nämlich diese Philosophie heißt, wir betrachten jedes Mal den Raum. Und vom Raum geht es dann in den Keller. Das heißt, die Effizienz der Räume spielt für uns eine große Rolle. So haben wir Branchenlösungen, speziell ausgerichtet auf Krankenhäuser, auf Hotels und letztlich auch auf Wohnungen. Also der Raum spielt für uns die größte Herausforderung, Effizienz zu heben, nur die Energie zu produzieren, die notwendig ist. Und die Informationen aus dem Raum geben wir in die Zentralen, um entsprechend Strom und Wärme bedarfsgerecht zu produzieren. Das ist unser Angebot an den Markt, eben Lösungen für die einzelnen Branchen. Ja, Smart Building, wie der Name schon sagt, ein smartes Gebäude. Und smartes Gebäude ist heute digital. Und wir als Gebäudeautomationsunternehmen haben natürlich schon Leistungen im Portfolio, die die Haustechnik miteinander verbindet. Und das smarte Building hat heute Heizung, Strom und Mobilität im Netz. Und wir sind diejenigen, die halt die Komponenten miteinander verbinden und die Optionen zur Steuerung und Regelung bieten.
Ja, Gebäude werden zukünftig mehr und mehr nicht nur die Verbraucher, sondern die Energieproduzenten. Und im Einfamilienhausbereich ist es schon üblich, dass Wärmepumpen mit PV verbunden werden und Mobilität. Das heißt, da haben Sie die Sektorkopplung pur. Und zukünftig werden wir auch in Quartieren mehr und mehr in die Richtung denken müssen, dass Häuser Energie produzieren und vor Ort zur Verfügung stellen. Und ich glaube, ein Trend wird es auch sein, Gewerbe- und Wohnimmobilien miteinander zu vernetzen, sodass auf Gewerbedachflächen PV installiert werden kann und der Strom halt für den privaten Haushalt genutzt werden kann. Da ist noch einiges an Regulatorik notwendig, aber technisch sind diese Lösungen schon alle in der Industrie bereit. Und ich möchte im Prinzip die Botschaft an alle Stakeholder geben, die Energiewende voranzutreiben, weil da birgen sich einige Chancen für neue Geschäftsmodelle und keine Hemmungen. Ich glaube, es gibt genug Rechtsberatungen und ich sag mal, Industrieunternehmen, Planer, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Jeder Investor ist herzlich willkommen, mit uns gemeinsam, unseren Partnern, die Energiewende voranzubringen.